Oh, wow, es sind doch einige als erwartet. Diese Karte zeigt, dass in keinem einzigen Land dieser Welt die Gleichstellung von Männern und Frauen zu 100% erreicht ist. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, brauchen wir genau 136 Jahre, bis die Gleichstellung erreicht ist. Laut dem Gender Gap Report des World Economic Forums liegt Deutschland bei der Annäherung der Gleichstellung zu 100% im weltweiten Vergleich auf Platz 11. Äthiopien, das Land meiner Eltern, auf Platz 97. Diese Zahlen beweisen, dass wir einen weiten Weg vor uns haben. Vor allem, dass wir ins Handeln kommen müssen. Und genau das haben meine Schwester Sally und ich gemacht, als wir unser Social Business Nuru Coffee und unser gemeinnützigen Verein Nuru Women gegründet haben. Wir glauben an eine Welt, dass jede Frau das Recht hat auf ein selbstbestimmtes, unabhängiges, vor allem gleichberechtigtes Leben. Egal, in welchem Land sie geboren ist. Wir glauben auch an das Konzept des Social Business und daran, dass man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun kann. Wir wollen mit Nuru Coffee und Nuru Women eine Brücke schlagen und aufzeigen, dass uns mehr eint, als das uns trennt. Unser Herz schlägt für ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit, für soziale Fairness, für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, für die Verringerung von Armut, aber ganz besonders für die Stärkung der Frauen. Bevor ich aber darauf eingehe, wie wir das tun und was wir bisher erreicht haben, möchte ich darauf eingehen, was mich überhaupt zum Handeln bewegt hat. Mein Leben hatte sich nach Germany's Next Topmodel drastisch verändert. Von heute auf morgen stand ich in der Öffentlichkeit, schlürfte Champagner, wurde von Fahrer von A nach B chauffiert und zu all dem habe ich auch noch überdurchschnittlich viel Geld verdient. Doch trotzdem war ich unglücklich. Denn zeitgleich zu meinem Sieg 2009 hatte ich die Chance, mich für die Entwicklungsorganisation Menschen für Menschen einzusetzen. Eine Hilfsorganisation, die eben in Äthiopien aktiv ist. Ich habe Einblicke bekommen, die man so sonst als klassischer Tourist nicht bekommt. Ich habe gesehen, was es heißt, wenn Menschen wirklich am Existenzminimum leben, wenn Frauen, speziell Frauen, kilometerweit laufen müssen, um sauberes Trinkwasser zu bekommen und gerade im ländlichen Bereich diejenigen sind, die benachteiligt sind. Mit meinen 19 Jahren habe ich das erste Mal verstanden, woher ich wirklich komme und auch gesehen, unter welchen Bedingungen meine Eltern aufgewachsen sind. Und dabei gemerkt, wie privilegiert ich eigentlich bin. Langsam, aber schleichend kam immer mehr, habe ich mich in so einer Sinnkrise befunden. Ich dachte mir, naja, okay, mit all dem Geld und mit als sogenannter Promi kann ich mir zwar Freiheiten und Sicherheiten kaufen, aber dass das an sich ja keine Erfüllung sein kann oder zumindest mich niemals so glücklich macht, wie das Gefühl, wie gute Beziehungen oder eben das Gefühl, etwas mit Sinn zu tun. Letztendlich hat ein Buch mir geholfen mit dem Titel Start Something That Matters, das mir ein Freund geschenkt hat, das in dem Buch beschreibt, der Gründer der Tom-Schuhe, Blake Mikonski, ich weiß nicht, ob ihr die Tom-Schuhe kennt, das Prinzip von Toms ist, mit jedem verkauften Paar Schuh, das sie verkaufen, sie ein weiteres Paar an bedürftige Menschen spenden. Ein Konzept, das mich sofort begeistert hat. Ich fing an, mich immer mehr mit dem Thema des Social Business auseinanderzusetzen, was es bedeutet, was der Sinn ist und übergeordnet ist es so, dass beim Social Business das Lösen von Problemen der Antrieb ist und das Unternehmerische dem untergeordnet. Sally und ich fingen an, uns komplett damit auseinanderzusetzen, Bücher zu lesen, auf Messen zu gehen und uns so, ja, alles anzueignen. Wir haben beschlossen, dass wir Kaffee importieren wollen. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige, warum Kaffee? Zum einen ist der Kaffee mit 168 Liter pro Kopf und im Jahr das absolute Lieblingsgetränk der Deutschen, noch vor Mineralwasser und Bier. Äthiopien mit 250, also der Kaffee ist in Äthiopien mit 250.000 Tonnen das größte Exportgut des Landes. Was viele vielleicht nicht wissen, oder vielleicht schon, ich habe es jetzt ein paar Mal erwähnt, ist, also woanders erwähnt, aber ist, dass der Kaffee einst in Äthiopien entdeckt worden ist und auch der Name Kaffee von dem Ort Kaffa kommt, wo der Kaffee entdeckt worden ist.
Indirekt und direkt leben 15 Millionen Menschen von Anbau von Kaffee. Im weltweiten Ranking belegt Äthiopien nach Brasilien, Vietnam, Kolumbien und Indonesien Platz 5 der weltweit größten Kaffeeexporteure. Sali und ich haben also beschlossen, dass wir Kaffee importieren wollten. Hat natürlich überhaupt keine Ahnung. Alle haben uns für verrückt erklärt. Wir sind trotzdem nach Äthiopien gereist, im Auftrag des Kaffees, und haben gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, was handverlesener Kaffee eigentlich bedeutet. Denn das ist immer das, was man so hört. Die Romantisierung des Kaffeehandels. Als wir 2014 das allererste Mal in Äthiopien waren, in der Kaffeeproduktion, mit eigenen Augen gesehen haben, was handverlesen wirklich bedeutet, nämlich mühsame Fleißarbeit. Und dass es gerade Frauen sind, die entlang der Wertschöpfungskette nicht nur die meiste Arbeit leisten, sondern auch diejenigen sind, die im Vergleich zu den Männern deutlich weniger verdienen. Sie zwar diejenigen sind, die die Arbeit machen, von Picken der Kirschen, vom Auszuziehen. Man sieht hier, das sind Tausende von Kaffeebohnen, die per Hand von defekten, von undefekten Bohnen sortiert werden und das stundenlang in der prallen Sonne und das nicht ansatzweise in Relation steht zu dem, was wir bereit sind, hier zu bezahlen. Als Sali und ich also das gesehen haben und wir gemerkt haben, krass, also wir konsumieren, wie wir gehört haben, 168 Liter Kaffee im Jahr, trinken uns eine Selbstverständlichkeit, aber haben so wenig Ahnung, was eigentlich dahinter steckt. Das war für uns nur eine Motivation zu sagen, jetzt erst recht. Denn die meisten beschäftigen sich ja eher mit dem Ende der Wertschöpfungskette. Also die Hipster, denen haben wir zu verdanken, dass sie uns den Kaffee überhaupt so schmackhaft gemacht haben, dass wir ein Verständnis dafür bekommen haben, was guter Kaffee eigentlich sein kann. Also nicht nur eine dunkle Brühe, die zu dunkel geröstet ist oder verbrannt geröstet ist, sondern dass es ja auch so spannend wie Wein sein kann. Aber sie sich jedoch eher primär mit der Zubereitung beschäftigen, wie der Röstgrad, Mahlgrad, selbst die Wasserhärte für den perfekten Espresso. Aber wir gemerkt haben, dass sich, was am Anfang der Wertschöpfungskette passiert, eigentlich nicht so viel davon mitbekommen wird. Und wir für uns beschlossen haben, dass wir genau da ansetzen wollen, ein Bewusstsein schaffen wollen, denn wir der Überzeugung sind, dass erst wenn ein Bewusstsein da ist, wenn man versteht, was das wirklich bedeutet, die Menschen letztendlich auch bereit sind, auch mehr dafür zu bezahlen. Bewusstsein gleich Bereitschaft. Wir haben jedoch gemerkt, jetzt muss ich eine Slide weitergehen, genau, dass während eben Kaffeekonzerne Milliarden umsetzen, bleiben alleine beim Kaffeeanbauland nur 10% hängen. Dass alle anderen verdienen daran, bis auf die Bauern selber. Und wir gemerkt haben, okay, wie können wir das anders machen? Wie können wir das besser machen? Wir haben also beschlossen, dass wir unseren Kaffee von Kooperativen beziehen wollen. Also von Zusammenschluss von Bäuerinnen und Bauern, die basisch demokratisch zusammen entscheiden, nicht nur wie viel ihre Arbeit wert ist, sondern sie von Anfang an im Besitz der Kaffeekirschen sind. Weil man muss sich das so vorstellen, normalerweise sind die Bäuerinnen und Bauern Tagelöhner. Es gibt irgendjemanden, meistens ein Mann, hat eine riesen Plantage und dem gehört sowohl die Bohnen als auch das Ganze drumherum. Bei der Kooperative ist es so, dass sie eben Teil des Ganzen sind. Sie sind im Besitz nicht nur der Bohnen, sondern auch entscheiden, wer ist in charge, wer ist für die Vermarktung, wer ist für die Aufbereitung und all das zuständig. Ah ja, da sieht man es, zu spät, aber okay, das lasse ich jetzt. ja, wir haben also beschlossen, dass wir unseren Kaffee von der Faire-Kooperative beziehen wollen. Was Gute ist bei der Kooperative, ist auch so, dass die Mitglieder mehr als das Doppelte verdienen als über den konventionellen Markt. Wir jedoch feststellen mussten, dass wir mit dem Prinzip des Social Business nachhaltigen Konsum fördern, aber unser übergeordnetes Ziel, die Förderung der Frauen, noch nicht ganz erreichen, weil was wir festgestellt haben und in den 6 Jahren, in denen wir nach Äthiopien gereist sind und immer wieder neue Preise verhandelt haben, dass es die Frauen sind, die die vorgelagerte Arbeit machen, wie Ernte, Pflücken, Aufbereiten und so weiter. Aber wenn es ums Verhandeln geht, um die Preise, nicht eine einzige Frau am Tisch sitzt. Das haben wir in 6 Jahren immer wieder miterlebt.
Und wenn man auch danach fragt, warum ist das so und so, dann ist es selbst in den Kooperativen so, ja, dass das Know-how fehlt, nicht ausgebildet sind, was leider oft der Fall ist, weil Frauen seltener Zugang zur Bildung haben. Aber wir dann gemerkt haben, okay, was ist mit Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben? Zwar 15 Millionen Menschen profitieren vom Anbau des Kaffees, aber Äthiopien hat 100 Millionen Einwohner. Was ist mit dem Rest? Was ist mit diesen Frauen, die keinen Zugang haben? Also haben Sally und ich beschlossen, dass wir einen Schritt weitergehen wollen. Das ist falsch. So, unsere Wertschöpfungskette. Dass wir einen Schritt weitergehen wollen und Frauen unterstützen wollen, die keinen Zugang haben, indem wir 50% unserer Gewinne, okay, sah, schade, aber 50% unserer Gewinne, mindestens aber 1 Euro das Kilo, an unseren Verein Nuru Women gehen soll, den wir extra gegründet haben, um eben Frauen, die keinen Zugang haben, ermöglichen zu wollen, dass sie sich aus eigener Kraft heraus was aufbauen können. In Form von Mikrokrediten ermöglichen wir Frauen quasi das Ausschöpfen des eigenen Potenzials. Wir geben ihnen eine Starthilfe, aber sie können selber entscheiden, was sie damit tun. Denn uns ist wichtig, dass zum einen wollen wir nicht, dass die Frauen in eine Abhängigkeit von Männern geraten, aber wir wollen genauso wenig, dass die Frauen abhängig von uns werden. Deshalb haben wir gesagt, dass wir Women Association gründen, also Frauengenossenschaften, die sich eigen verwalten. Wir überweisen das Geld an diese Genossenschaft. Sie verwalten, wer die Kreditnehmerin einen Kredit bekommen soll, über welche Höhe. Und es ist erstaunlich zu sehen, was sie alles machen. Darauf komme ich gleich. Aber von Gimsha Votane zum Beispiel, die ein Café aufgebaut hat. Oder Melka Tadesse, aber auch Birka Abebe, die alle haben sich selber aufgebaut, indem sie eine Starthilfe bekommen haben. Speziell Ilkabet ist eine Frau, die uns sehr bewegt hat, denn sie ist eine von 416 Frauen, die, man sieht ihrem Gesicht, wie sehr sie gezeichnet ist vom Leben. Bei ihr ist es so, dass sie mit 12 Jahren zwangsverheiratet worden ist. Jetzt könnte man meinen, krasse Eltern, warum machen die das? Leider ist es so, dadurch, dass die Frauen so abhängig von Männern sind und die einzige Lösung sind für Familien oder auch die Sicherheit gewährleisten, dass die Töchter versorgt werden, werden sie so früh wie möglich verheiratet. In ihrem Fall mit 12 Jahren. Ilkabet hat mit Selbstmord gedroht, weil sie gesagt hat, sie möchte mit diesem Mann nicht leben. Und das Gute war, sie war noch immer Jungfrau, sodass sie sich von ihm trennen konnte. Denn eine tote Tochter ist viel schlimmer als eine geschiedene Tochter. So konnte sie sich von ihrem Mann trennen. Mit 15 Jahren hat sie nochmal geheiratet, hat von ihm mehrere Kinder bekommen. Doch der hat sie aufs Übelste verprügelt und sie hat keinen Ausweg gefunden. Sie konnte sich nicht wehren, weil sie eben in dieser Abhängigkeit war, weil sie sonst nicht wusste, wohin mit sich. Als sie angefangen hat, bei dem Mikrokreditprogramm teilzunehmen, war sie am Anfang total verschüchtert, weil sie nicht wusste, sie war auch Analphabetin, sie wusste nicht, wohin mit sich, wie das alles funktioniert. Dadurch, dass wir mit Nuru Women die Selbstermächtigung der Frau fördern wollen, und zwar durch Zugang, Mittel und Aufklärung, ist es uns wichtig, dass wir ihnen auch wirklich zur Seite stehen, ihnen Bildung mitgeben, einfache Buchführung beibringen, vor allem auch, wie ein Mikrokredit überhaupt funktioniert. Und die Tatsache, dass es nicht einfach ein Geschenk ist oder einfach eine Spende, sondern dass es ein Kredit ist, den sie wieder zurückbezahlen müssen, macht was mit den Frauen. Zum einen ist das Selbstbewusstsein steigt, weil sie wissen, dass sie es selber geschafft haben. Und aber auch das Selbstwertgefühl, weil sie plötzlich nicht nur für sich selber, sondern auch für ihre Familien, für ihre Töchter als Vorbild fungieren. Sie alle, sie, aber auch die vorherigen Frauen, sie alle verdienen sich heute ein eigenes Einkommen und sind dadurch unabhängig.
Sali, meine Schwester und Geschäftspartnerin, die heute nicht da ist, weil ich diejenige bin, die sowas machen darf, muss, soll, sind wahnsinnig stolz darauf, was wir bisher erreicht haben. Das, was mit einem Traum angefangen hat, aus unserer Küche im Prenzlauer Berg zu einem ernstzunehmenden Unternehmen geworden ist und wir so viele Frauen unterstützen konnten, macht uns wahnsinnig stolz. Wir wissen jedoch, dass wir das niemals alleine geschafft hätten, ohne die Tausenden von Abokunden, die jeden Monat unseren Kaffee bestellen, oder Firmen, wie, um nur ein paar zu nennen, die beschlossen haben, in ihrem Unternehmen anstelle von herkömmlichem Kaffee Nuru-Coffee zu trinken und uns dabei helfen, einen Unterschied zu machen. Denn nur wenn jeder Einzelne von uns ins Handeln kommt, können wir letztendlich die 136 Jahre umgehen, um die Gleichstellung von Männern und Frauen zu verkürzen. Und in diesem Sinne könnt ihr entweder jetzt im Anschluss gleich mit mir sprechen, gucken, wie wir Nuru-Coffee in euer Büro kriegen oder nach Hause, oder ganz einfach hier scannen und gleich mal ein Kaffee-Abo abschließen. So, vielen Dank.